So, moin Leute, willkommen zurück zum dritten und zum vierten Teil von New and Tasty. Ich werde Mosaiklinien oder Mosaiklinien, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, und Paramonia als ein Video machen, denn in beiden Kapiteln gibt es keine Mutokons zu befreien und deswegen mache ich das als ein Video, dass es nicht ganz so viel wird. Und ich danke fürs Einschalten und viel Spaß beim Video. So, viel zu beachten gibt es hier nicht, außer dass uns die Steine nicht treffen sollten. Jetzt kommen wir zu dem Kollegen. Okay, you can go. Das ist halt wie so eine Art kleines Rätsel, könnte man sagen. So. Wie gesagt, hier gibt es nicht ganz so viel zu erzählen, denn hier gibt es, wie gesagt, keine Mutokons zu befreien. Im Endeffekt läuft man hier nur durch, wenn man den Weg hoch kennt, und das war's. So, gibt's hier noch was? Nö. Einmal umbringen. Und weiter geht's. So, was war das? Ach, hier ruft man den Fahrstuhl, wenn er gerade nicht hier ist. So, da fahren wir einmal nach oben und holen uns den nächsten Checkpoint. So, hier haben wir das nächste musikalische Intermezzo. Die sind alle relativ simpel. So, hier ziehen wir den Hebel, springen runter. Springe rein und schon kommt das dritte. Haben sie echt geil gemacht, muss ich sagen. So, weiter geht's hier rein und jetzt kommen wir schon in den nächsten Abschnitt. Wie gesagt, das geht alles relativ schnell. So, na dann gehen wir mal weiter. Hier springen wir rein. Einmal hier hin, einmal chanten. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich mir denke, wozu? Ich lande einfach nur hier. So, hier fahren wir runter. Laufen hier weiter. Ups, einmal ducken bitte. Hier bitte schnell durchlaufen, denn die Wespen können einen platt machen und das ist nicht so cool. Das ist so eine Art Terminal, das bringt einem diese Melodie bei und die braucht man jetzt später. Wir laufen mal hier lang. Fahren mit dem Fahrstuhl, der jetzt gleich kommt, hoch. Und da ist so eine Art Glockenspiel und da müssen wir diese Melodie spielen. Wenn man die Melodie vorher nicht hat, kommt man da auch nicht weiter. So, und da sind wir eigentlich schon. Springen dann noch hoch. Chanten. Und dadurch spielt er jetzt dieses Glockenspiel. Damit ist der erste Abschnitt schon erledigt. So, hier angekommen, erster Checkpoint, ein Stück laufen und das nächste musikalische Intermezzo. Okay, you can go. Alles klar, ich darf weiter. Einmal den Hebel ziehen, damit sich diese Tür öffnet. So. Wie gesagt, also dieser Abschnitt ist sehr, sehr, sehr schnell erledigt. So, hier springen wir einmal. Einmal hier zurück. Dann gehen wir hier in diese Tür. So, hier laufen wir schön nach rechts. Nächster Checkpoint. Diese Terminals, die können wir uns getrost sparen. Ziehen wieder an diesem Hebel. Wieder. Ich war doch noch gar nicht hier. So rum. Und dann gehen wir direkt nach Paramonia. Wie gesagt, aus dem Grund, weil hier keine Mutokons zu befreien sind, ist das ein
Video über zwei Abschnitte, wo nicht ganz so viel passiert. Skrabania oder wie man diesen Tempel nennt oder diesen Ort. Ancient and wise. Da gibt es dann wieder, wo du Kunst zu befreien. Where paramites lived before I was a child. Back up a little, you don't wanna get shot. Hey, you don't wanna get shot. There you go. But we rounded them up, ignored their cries. Alright, we got to this meeting to take off early. I love that. We cut them all up. For paramite pies. Auf geht's. Wir laufen erstmal ein Stück und dann fangen wir ab hier an zu schleichen, denn ein Slick erwartet uns im Schlaf. Und da liegt jetzt eine Mine, die aktivieren wir. Ganz einfach. Einmal diesen Hebel ziehen und dadurch können wir hier reinspringen. Zack. Dann springen wir noch hier dran, aktivieren die Glocke sozusagen. Hier springen wir noch gegen diesen Ballen, sage ich jetzt mal. Da kommen dann so ein paar Steine raus. Und die brauchen wir für diese Stelle, um diese ganzen... Naja, treffen sollte man schon. Bin ich behindert? Naja. Der dritte saß dann. Ich besorge mir mal noch ein paar Steine. So. Die Hammer. Jetzt steigen wir auf das Vieh drauf. Nehmen wir kurz Anlauf und sind im nächsten Abschnitt. So, in diesem Bereich gibt es eigentlich nur eine schnelle Abfolge von vielen, vielen Sprüngen. Da muss man echt ein bisschen konzentriert sein. Wenn man das einmal drinne hat, diesen Flow, ist das absolut simpel. So, hier kommen wir zum nächsten Lied-Intermezzo. So, da kommt der Fahrstuhl. So, einmal mit unserem Gefährten den Fahrstuhl hoch. Wir schnappen uns hier wieder ein paar Steine und schmeißen hier erstmal einen Stein Richtung Mine. Fahren die nächste Stelle hoch. So, dieses Vieh wird jetzt hier abgelenkt. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie das Tier heißt. Wir werfen jetzt diesen Bienenstock ab, weil sonst lässt er sich nämlich nicht mehr von diesem Bienenstock abbringen und man kann das Tier quasi nicht mehr reiten. Und das ist doof. So, die Mine wird noch zerstört. Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Anlauf. Und haben wieder ein paar Sprünge vor uns. Und dann haben wir diesen Abschnitt auch schon geschafft. Relativ simpel, wenn man das einmal ein bisschen drin hat. So, hier angekommen. Checkpoint wie immer einkassieren. Kommt man sowieso nicht drum rum. Spring einmal hier hoch. Nochmal hier hoch. Hier springen wir rein. Zack. So, jetzt chanten wir, dass wir den ersten Slick bekommen. Dann springen wir hier runter. Nochmal runter. Rotzen den hier weg. Gehen mit dem hier runter. Und schon haben wir die Minen entfernt. Und alles ist schön. Da können wir nämlich jetzt den Hebel aktivieren, damit der Fahrstuhl runterkommt. Beziehungsweise rauf. Was rauf oder runter? Oben war er, stimmt. So, fahren wir wieder runter und holen uns unsere Gefährten. Und fahren bis ganz nach oben. Und dann haben wir gleich wieder so eine schöne Sprungpassage. Zack. Bis zum Checkpoint. Aufsteigen, losrennen und konzentriert sein. Damit haben wir den Abschnitt auch erledigt. So,
So, hier kommt die schwierigste Sprungpassage bis jetzt. Ist, glaube ich, auch allgemein im gesamten Spiel, wenn ich mich nicht täusche, die schwierigste. Und hier muss man gleich diese Plattform komplett überspringen. Da springt man auch gerne mal zu früh. Da muss man sich wirklich konzentrieren. Und hier ist der nächste Checkpoint. So, dann können wir absteigen. So. Einmal springen. So, hier muss man jetzt aufpassen. Im Hintergrund sind Slicks, deswegen muss man sich hier geduckt bewegen. Sonst rotzen die einen weg. Wie man hier sieht, schießen sie schon. Dann springen wir hier hoch. So, und hier schön anlaufen, den weiten Sprung, schnell laufen. Springen. Und schon hat man die Passage an sich auch schon erledigt. Fahren wir mit dem Fahrstuhl runter. Und schon können wir mit dem Kollegen hier nach oben fahren. Und dann haben wir nochmal eine kleine Sprungpassage. Und dann haben wir die Stelle an sich auch schon erledigt. Guck mal her, mein Freund. Die ganzen Minen habe ich. Elum, genau. Elum heißt das Tier. So, erstmal steigen wir hier auf das gute Tier. Hier auf den Fahrstuhl absteigen und runterfahren. Und springen jetzt erstmal hier rein, denn wir brauchen ein Passwort. Das Passwort haben wir noch nicht und deswegen müssen wir erstmal hier rein. Springen jetzt hier runter, ziehen an dem Hebel und dann können wir hier in diese Röhre, damit wir hier an die Steine kommen. Von hier drüben schmeißen wir einfach einen Stein auf die Minen und vielleicht nochmal ein paar Steine mit. Zack. Ach ne, da kommt er ja gar nicht ran. Käse. So. Stopp, ja. Hui, so war's, genau. So, hier haben wir unser Passwort. Okay. So. Hier sind wir wieder bei dem Kollegen. Hi, Passwort, please. Okay, you can go. Okay, you can go. Folge mir. Einmal nach oben. So, jetzt ist mal hier runter. Einmal absteigen. Und da hören wir auch von der Ferne schon die nächsten Slicks, die wir uns jetzt krallen werden. Yo! Oh, ich finde das so geil. Ich fand das damals auf PS1 den Sound schon mega stark. So, war ja noch einer. Nö. Ach komm, es geht am schnellsten. Zack. So, und schon können wir auf das Elum draufsteigen. Nehmen wir kurz schön Anlauf. Springen hier rüber. Und landen da hinten am Tempel. So, von unserem Elum können wir uns jetzt eigentlich verabschieden. Wir steigen einmal ab. Klettern hier drauf. Chanten, damit wir uns den Slick hier holen. Und dann rotzen wir die ganzen Leute mal bequem weg. Genau, das war's. Knallen diesen noch weg. Und schon haben wir es bis zum Tempel geschafft. Und damit sind wir eigentlich am Ende des Videos angekommen. Ziehen uns wie immer das Video noch rein. Ich danke schon mal fürs Einschalten. Ich freue mich wie immer über den Daumen. Und ein Abo würde ich mich wie immer auch sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Kapitel.
So, alles klar, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Schaltet beim nächsten Video wieder ein. Haut rein. Ciao.